So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Diesmal wieder alleine, aber wie ihr vielleicht hört, mit einem anderen Mikrofon. Und zwar an dieser Stelle der Dank auf jeden Fall erstmal ganz, ganz, ganz dick an den Stork, der mir sein Mikrofon also übergangsweise zur Verfügung gestellt hat. Ganz, ganz lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Der ist jetzt leider nicht dabei, aber ich sehe schon, dass es deutlich besser klingt als das letzte Mal, wenn ich das mal so sagen darf. Und, naja. Hoffen wir mal, dass es was wird. Neues Mikro bestelle ich hoffentlich bald. So dass wir zum Battle das neue Mikro schon haben. Welches übrigens nächste Woche Samstag sein wird. Wenn ich das nochmal so sagen darf in aller Form. Dazu möchte ich noch erwähnen, dass übermorgen, also am 25., also wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, morgen Einsendeschluss ist. Also Bewerbungsschluss ist. Deswegen möchte ich euch bitten, falls ihr noch Bewerbungen habt oder Freunde wisst, die gerne mitmachen würden, und ihr aber nicht mitmachen könnt, weil euer Rechner zu schlecht ist oder sonst was, sagt Bescheid, bewerbt euch, wir schreiben euch dann wahrscheinlich direkt Sonntag schon an, also am 26., weil so viele haben sich nicht beworben, dass das Verfahren jetzt so lange dauern würde. Ja, momentan, ich kann gleich mal kurz nachgucken, wie viele Bewerbungen wir haben. Ich meine, es sind 5 wichtige Bewerbungen, die wir auch werten können. Oh, jetzt habe ich glaube ich völlig übersteuert, aber egal. Die sich auch verwerten lassen. Warum war ich eigentlich gleich hier so vor? Sollte ich mich einfach mal hier so da hinstellen. So. Dann holen wir uns mal die Christus. Oder gibt hier ein Heavy zum Beispiel. Der ging nicht durch. Scheiße. Wir haben sie schon, ja, so muss das sein. Der trifft nicht, sehr gut. Oh, noch besser. Aber irgendwie, aua. Zieht das nicht so, wie es soll. Naja, gut. Habe ich nicht gesehen, dass der so eine tolle Gun drauf hat. Ich weiß, meine Stimme klingt gerade ein bisschen komisch. Vielleicht auch ein bisschen ungewohnt wegen dem anderen Mikrofon. Aber das ist ein Sennheiser. Wie gesagt, immer noch vom Stork. Und das ist schon gar nicht so übel. Das ist wirklich... Und da kommt gerade meine Mutter nach Hause. Hoffentlich kommt sie nicht gleich an und brüllt hier rein, weil das hört man nicht. Den Kaffee habe ich angestellt, der ist auch schon fertig, wie ich höre. Muss ich mal ganz kurz muten und dann bin ich auch sofort wieder da. Kleinen Moment. So, ja, bin ich auch schon wieder. Ich musste nur kurz meiner Mutter sagen, dass sie jetzt mich gerade mal kurz nicht stören soll. Und natürlich ein Beschützungsgefecht, war ja wieder klar. Legen wir los! Muss ich gerade mal ganz kurz rein. Fahren wir mal lang hier. Wir fahren rechts rum. Da fahren die Level 3er lang, also unterstütze ich die mal ein bisschen, weil die sind ja gleich sofort weg. Ist auch geil, dass der Cruiser viel in Level 3er ist. Warum unterstützt mich jetzt hier keiner? Okay, da kommen die AT und die T1 Heavy vom Pinox, oder wie man den aussprechen möchte. Pinox, keine Ahnung, geht jetzt, sorry. Ist er gestorben? M3 und M4. Also M3 Lee und M4. Guck mal, ob sich da oben was bewegt. Wäre ja mal interessant zu wissen.
kommt der KV-1, der fährt direkt mal vor. Finde ich gut. Kann man vielleicht mal jemanden scouten? Can someone scout at, wo ist das? E7? Das war aber falsch. Nee, das war richtig dumm. Ich dachte gerade, das hätte ich nur ans Team geschrieben, aber ist ja richtig, dass es nur ans Team geht. Kann. Voila, da ist Stimmung. KV-1 fährt voll rein. Was steht in der T1 Heavy und KV-1? Oh, 1 gegen 1 quasi. Und mach kurz die Hütte da so ein bisschen weg. Ja, der steht aber irgendwo dahinter, oder? Den kriegen wir nicht. Da kommt noch ein KV-1. Ein bisschen Arti-Safe hier hinstellen. Die M4 hat aber eine ganz schöne Gun drauf. Was macht. Entschuldigung, wollte ich nicht. Was macht denn der KV-1 damit? Ich möchte eigentlich durch. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen weg, weil sonst bin ich gleich matsch. Was kommt da oben? Was habe ich jetzt nicht gesehen? Also ich glaube, das wird mal keine so gute Dings, keine so gute Runde. Ist da was? Ich mache jetzt mal Kamikaze hier. Alter, die Level 3er da hinten räumen sich die auf. Also, naja, fast. I will find you, STPZ2. Da ist mal ein Stuck. Ich habe wahrscheinlich gesagt, die M3 League krall ich mir jetzt. War ich doch. Das will ich aber nicht. Aua. Deswegen fahre ich jetzt hier mal ein bisschen rum. Und scout mal ein bisschen. Ganz schlechte Idee. Dass er nicht getroffen hat. Mit 7% ist das nämlich nicht ganz so geil, getroffen zu werden. Kann mal kurz jemand vielleicht mal drücken? 30. Hoffen wir mal, dass die Arti jetzt nicht allzu schnell ist. Da steht noch eine Arti. Feuererlaubnis, wir sind erledigt. Raus hier. Naja, schade. Hätte ja sein können. Aber ein bisschen was zugesetzt haben wir auf jeden Fall. Warum habe ich die nicht. Naja, egal. Naja. Kann man nicht ändern, ne? Fahren wir auch mal M4, wo wir das gerade eben gesehen haben. Fällt mir gerade ein, ich wollte auf die das Modul, Reparaturmodul wieder auflegen. Habe ich gar nicht gemacht. Das ist ja blöd. Wahrscheinlich wird in der nächsten Aufnahme auch wieder der Stork oder der Seppel dabei sein, aber momentan wissen die nichts davon, dass ich hier aufnehme. Naja, gut. Und dann müsste ich jetzt nochmal gucken. Ja, ich habe jetzt auch noch hier Let's Play Die Siedler 2 laufen. Da habe ich vor einer Woche circa. Oh. Ständer gebaut. Mal ein T1 Heavy umgefahren. Also wird ein gutes Gefecht, glaube ich. Haben wir euch mal hier mit lang. Die Level 4er beobachten. Und unterstützen vor allen Dingen. Und Ender. Guck mal, wie blöd die sind. Ketzertanz? Kann ich nicht.
Haben wir mal den beiden Alektos hinterher. Oder Alektoi, Alekti, keine Ahnung. Das ist ein Begegnungsgefecht. Wie kommen die Level 3er in ein Begegnungsgefecht? Kann mir das mal jemand sagen? Ich dachte, die sind erst ab Level 6 war das, glaube ich, oder? Naja. Bei der Bestimmung. Kriegen wir da wen? Schade, wenn ich mal da rumfahren. Naja, gut, unsere M7 kriegt gerade heftig einen auf den Deckel. Helfen wir mal ein bisschen mit beim Erobern. Haben wir einen Hetzer irgendwo da hinten? Kriegen wir den? Also die Level 3er brauchen wir eigentlich gar keine Sorgen drum zu machen, weil die fliegen gleich eh ein bisschen. Und ich krieg wahrscheinlich keinen auf den Deckel von denen, das kratzt höchstens vielleicht mal. Auch wenn die jetzt hinter mir daneben schießen, das sollte mich eigentlich nicht weiter kümmern. Oh, da kommt ein Hetzer. Der macht unsere Elektros gleich kalt. Den da holen wir uns jetzt mal. Der ging voll durch ihre Panzerung. 42%. Den haben wir fertig gemacht. So muss das sein. Da kommt eine M7, da kommt ein T46. Krieg ich den? Ja. Zu feuern. Erwischt. Genau so muss das sein. Zieht eine Arti auf mich da. Oh, da drüben ist eine M7. Kümmert die andere M7 nicht drum. Okay. Die KV-1 da hinten erwischen mich nicht. Hoffe ich mal. Fahren wir einfach mal in den Kreis rein. Und erobern mal ganz kurz ein bisschen mit. Ich weiß, es ist feige, aber es ist ja nun mal ein Eroberungsgefecht. Good game. Naja, schade. Naja, gutes Game jetzt mal. Ich habe das auch ordentlich Erfahrung. Naja, ein bisschen. Den habe ich entdeckt, glaube ich sogar. Den Schaden durch Verbündete an die einfach durch ihre Aufklärung. Ist egal, ich habe ihn trotzdem erwischt. Den habe ich mit 2 Schüssen platt gemacht. Oh, hat der mich abgeschossen? Oder getroffen? Oder ich den? Ach, keine Ahnung. Ist mir auch ein bisschen Wurst. Dann machen wir jetzt nochmal eine schnelle Runde mit dem M3 Stuart. Was, ein bisschen Scouting und so, ne? Ich wollte, hab ich das nicht abgeschickt? Oh. Naja. Hat denn die da schon mal? Nö, war ja klar. Na gut. Ja, was ein angenehmes Gefecht. Gehen wir mal ein bisschen M3 Light. Wie eigentlich meine Taste? Ach, das ist alt. Naja, interessant. Gut. Wie eigentlich meine andere Tastatur jetzt? Ja, sie funktioniert. Dann werde ich jetzt mal die Runde kurz mit einer anderen Tastatur zocken. Weil die liegt hier irgendwo noch hinter mir. Los geht's! Ja, ich mach meinem Vater hier holen. Ich muss halt daran gewöhnen, dass es eine andere Tastatur ist. Weil die ist halt nicht drahtlos. Und spackelt halt auch mal nicht so oft rum. Aber irgendwie ist die abgenüdelt. Ich gehe doch wieder zurück auf die alte. Also auf meine Tastatur, die ich mir gekauft habe. Die Papierstückchen hier vor WASD, damit es nicht so kalt ist auf Tischplatte.
irgendwie Energie drauf nehmen, ne? Verdammt, ich bin ja jetzt gar nicht mehr so tankmäßig, ne? Muss ich ja eigentlich mit einer Arti mittendrin jetzt mich verarschen? Warum kümmere ich mich da eigentlich drum? Ich will jetzt auch mal Aufklärer haben. Kette beschädigt. War jetzt mal ganz kurz hier rum mitten einfach mal durch. Naja, schade. Hätte ja klappen können. Ne? Damit ist die Folge auch schon vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.